Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Fable 2 Good Girl und wir sind hier in der Mitte der Hauptquest, aber wir machen zwischendurch ein paar Sidequests weiter, weil ich mir nicht sicher bin, ob die dann noch verfügbar sind. Also der Hauptbesetzer wäre mal mit Ansehensbelohnungspunkten 3500, einmal was ganz Tolles. Wir sind hier gerade bei der Gilde und werden dort gleich einmal hinreisen, ja. Tempel des Lichts. Hopp, Hausbesetzer, Tempel des Lichts reisen. Aha, liegt im Quest. Okay. Machen wir doch. Dann müssen wir nach Oakfield und da hauen wir dann gleich auch gleich die richtige Mucke rein. Zu dieser Fable 2 Good Girl Serie, die letzten Videos, die wir gemacht haben, muss ich mich entschuldigen für die heisere Stimme, aber ich kriege das jetzt seit 2 Monaten nicht weg. Es ist ja schon ein wenig besser und ich denke mir, bevor wir gar nichts produzieren, machen es wir halt auf diese Weise und ja, irgendwann wird er schon mit der Stimme wieder hinhauen. Was ist denn da jetzt? Da schauen wir gleich mal nach. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Doch, da gibt es wieder eine Info. Da schauen wir gleich rein. Das war es, glaube ich, nicht, oder? Doch, egal. Die Zauberschnur zeigt uns, wohin. Wie du siehst, ist der Tempel in deiner Abwesenheit prächtig gediehen. Ja, ohne schon. Deine Hilfe wäre dieser Ort verlassen und seine Bewohner tot oder vertrieben. Ja, der hat sich aber extrem gemausert, gell? Was sagst du, Sir Faulersack? Statuen ohne Ende und keine von mir dabei. Das Gebäude ist auch neu. Da? Schauen wir gleich mal rein. Was ist denn das? Auch ein Tempel. Diesen jungen Mann müssen wir, den kennen wir da schon. Und da rundherum, ja, was ist denn da jetzt passiert? Kommt ja cool rüber. Schauen wir mal. Schauen wir uns das mal an, ja? Wir haben ja Zeit. Ja, so Wasser hat schon was, gell? Ein Aussichtspunkt. Ja, aber die Balustraden sind immer so hoch. Dass wir da nicht glücklich drüber sehen können. Egal, gehen wir mal da zu unserem. Ihr seht aus wie jemand, der in Höhlen und Verliese und sowas steigt, wenn man ihn darum bittet. Ihr könntet mir helfen. Das da ist meine Bude. Ich wohne in dieser kuscheligen Höhle, sogar ziemlich trocken. Aber ich wurde von einer Hobbs-Familie vertrieben. Ich habe im Tempel nach Schutz gesucht. Aber wenn ihr diese Viecher aus meiner Höhle vertreibt, gehe ich heim. Leute, seht euch den Typen an. Ist ja cool. Du bist im falschen Körper geboren, bin mir sicher. Ihr habt doch keine Angst vor ein paar Hobbs. Nö, haben wir nicht. Oh, sehr gut. Dann mal rein mit euch. Tommy, ja? Tommy. Okay. Wohin führt uns die Zauberschnur? Schauen wir gleich mal. Verflixt, was ist denn jetzt? Rookridge, okay. Dann schauen wir mal. Da oben sind die. Wo ist denn da die Höhle? Die kennen wir vielleicht doch noch gar nicht. Da. Oh. Hey!
Die regen sich auch immer so auf, gell? Ich würde mit denen gerne mal ein Schwätzchen halten. Ja, komm her, wo bist denn du? Schatz. Da ist ein Schatz, genau. Schauen wir gleich mal rein. Was haben wir da? Geld ist cool, ja. Und die Höhle ist da vorne. Da schauen wir doch gleich, auf was wir da stoßen. Die Echogrube. Lädt die Echogrube? Das, die Ladezeiten. Ich muss mich dafür entschuldigen, aber das rauszuschneiden würde zu viel, Arbeit bedeuten. Aber, wie gesagt, eilig haben's wir ja so oder so nicht. Und gehen wir da mal langsam. Da ist gleich eine Notiz am Boden, schätze ich. Die Wumme ist echt cool. Da ist ja noch wer. Habt ihr das gesehen? Der hat einen Einwärtsköpfler in den Tod gemacht. Haben wir da jetzt alles, oder? Da das Buch, ne? Höhlentagebuch, Seite 1, Info, schauen wir gleich nach. Dies scheint eine Seite eines behelfsmäßigen Tagebuchs zu sein. Der Eintrag lautet, ich konnte von diesem furchtbaren Ort entkommen. Die Männer mit den komischen Masken wollten mich opfern. Ich glaube nicht, dass meine Familie es geschafft hat. Ich werde mich hier in der Höhle verstecken, bis es draußen sicher ist. Ich kann merkwürdige Geräusche aus ihrem Inneren hören. Ja? Das war's. Wenden und nehmen. Tagebuch Nummer 1. So, schauen wir weiter. Räumen wir auf. Ah, die Pistole ist echt cool. Den Schlüssel nehmen. Ah, da vorne stehen sie schon wieder. Komm her. Grabungsort. Sollen wir schnell graben? Graben wir schnell. Sehr fauler Sack, aber eigentlich brauchen wir diese Dinge ja nicht mehr. Weil was Besonderes kommt ja nicht mehr zum Vorschein. Geld ist cool. Ja, wo viel Geld ist, kommt viel hin. Mittlerweile verdienen wir ja auch schon. Den Zauberer gleich einmal eliminiert. Und da hinten springen sie schon durch die Gegend. Schaut euch das an hier. Die sind ja vielleicht gemein, die Jungs. Versteckst dich? Ich schieß dir einen Popo. Okay. Macht ihr jetzt noch einen Köpfler irgendwo hin? Ja, Rückwärtsköpfler. Aber wir schauen uns da mal kurz um. Ich muss euch das echt zeigen. Da liegt Gewand. Das ist ein Labor gewesen. Ein Fußfüllhorn. Oder was ist denn das hier? Schaut euch das an. Eine Prothese. Sonst noch was Witziges. Eine Registrierkasse ist da hinten. Da, Tagebuch Nummer 2, schätze ich mal. Das lesen wir gleich auch. Die Schrift dieses Eintrags ist schwer zu entziffern. Es ist fast nur gekritzelt. Ein Abschnitt ist jedoch deutlich. Wir haben heute ein tolles Spiel gespielt. Wir mussten uns in ein paar Büschen verstecken, bis ein Wagen vorbeikam. Dann haben wir ihn umgestoßen und alle darin zu Brei geschlagen. Heute Abend werden wir gut essen. Die Hobbs, können die schreiben und lesen? Ist das so? So. Ja, die plündern alles Mögliche.
Tatsächlich. Da gibt's noch, was ist denn das? Gewand, ja? Und der ehemalige Besitzer hat auch den Kopf verloren. Egal. Wir schauen, dass wir hier die Höhle räumen. Die ist ja echt weitläufig. Und da sind sie dann schon, schätze ich mal. Okay, und Sir Fowler sagt, weiß auch nichts Besseres zu tun, als uns den Grabungsort zu zeigen. Wir sollten dem aber folgen, weil sonst hört er damit nie auf. Und das machen wir dann auch gleich. Komm her. Au! Das wollte ich jetzt nicht. Dossi, da freue ich dich nicht so. Einen heiligen Tofu. Schaut euch an, da liegt ja die ehemalige... Ah nein, das ist ja ein böser Templer, ja. Kennen wir. Oder ist es ein Mönch? Nein, ein Mönch schaut anders aus, ja. Aber ja, weiter geht's. Dann, Leute, ist das fies. Schaut doch mal. Unglaublich. Wer hat denn da alles gewohnt? Das gibt's doch nicht. Und normalerweise in diesen Säcken ist Menschenfleisch, ja? Aber das hier schaut nach Schwein aus. So weit sind die Entwickler nicht gegangen. Okay. Das scheint die Küche zu sein. Da! Die machen eine Knochensuppe. Noch ein Tagebuch. Lesen wir das gleich. Auf diesem Stück Papier stehen nur ein paar Sätze, die die Einkaufsliste einer alten Frau gewesen zu sein scheinen. Ich glaube, ich sollte nicht mehr so viel schreiben. Mein Stamm guckt mich komisch an und macht Knurrgeräusche, wenn sie sehen, wie ich den Spitzenknochen in das Hühnerblut tauche. Wer braucht schon Sprache, Haftcreme, Äpfel zum Backen, Antifaltentrank, Bart, Bleichmittel, ja? Okay. Waren das Kannibalen oder waren das jetzt die Hobbs? Ich check das Ganze jetzt nicht. Aber da. Der Alte. Der hat ja einiges ausgehalten. Gesehen, wie der im Kreis gesprungen ist. Schatz gibt's da. Und da unten müssten wahrscheinlich der Rest der Hobbs herumhängen. Da ist nichts mehr. Das letzte Tagebuch. Zuerst heben wir den Schatz. Ein Diamant, ja, das kommt ja cool. Brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Und das letzte Tagebuch hier, ja. Höhlentagebuch, Seite 5, Info, gleich nachgeschaut. Die Schrift auf dieser Seite ist kaum lesbar und besteht fast nur aus Probenzeichnungen. Ihr könnt nur den letzten Teil entziffern. Ich habe ein ganz wundervolles Korsett auf unseren letzten Raubzug gefunden. Etwas eng, aber es passt gut zu dem Rock, den ich letzte Woche von der Wäscheleine gestohlen habe. Ich bin ein ganz anderer Hop damit. Ab jetzt werde ich nicht mehr schreiben. Dieses Menschenzeugs ist unter meiner Würde. Okay. Das ist ein Hop, der schreiben konnte. Tatsächlich. So, ich glaube, das war's hier. Wir machen dann gleich eine andere Mucke rein, ja. Oakfield. Und da umschauen noch einmal schnell. Sind wir da unten durchgelaufen? Mit Sicherheit, oder? Okay, dann laufe ich da schnell retour. Und ja, die Steuerung ist wirklich ein wenig tricky.
Egal, ich schneide das jetzt raus, ja? Wir sehen uns gleich wieder hier. Der witzige Typ, ja, ist da rein. Ihr wart das Futter, aber ihr habt sie erledigt. Oh, du böser, böser. Mörderin! Oh. Ich habe mir ja gedacht, dass der ein Rad ab hat, ja. Tommys Höhlenschlüssel, ja. Ein Schlüssel für den Eingang zur Tommys Höhle. Okay, jetzt sind wir auch Höhlenbesitzer. Und Tom, ja? Alle Schmähs gehen bei mir halt nicht rein. Ja, so hast du deine Brut gefüttert. Nicht schlecht. Egal. Wir gehen da raus. Steck weg das Zeug. Leute, in diesem Sinne, das war's dann wieder mal. Wir haben da ja eine Höhle gesäubert und schlussendlich auch für uns in Anspruch genommen. Ja? Das hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder in Elbion. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja? Und wenn ihr ja Vorschläge habt, welche Quests zu machen sind, wo wir hin müssen, welche besonderen Orte es gibt, einfach mal posten. Ja? Euer Toso. Ciao.